Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Transim World, den fünften Teil, und drehen mal wieder gemeinsam eine kleine Biege. Also auf geht's, ab zu den Zügen, via Streckenauswahl, und dann geht's heute mal rauf auf die linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz. Sind wir schon ewig nicht mehr gefahren, habe ich Bock drauf. Eine sehr romantische, sehr schön anzuschauende Strecke, und wir fahren nach Fahrplan. Jedoch nicht mit der Baureihe 401, sondern ihr habt es im Thumbnail schon erkannt, wir werden uns die Baureihe 411, den ICET, gleich spawnen. Wir haben die Auswahlmöglichkeit zwischen 5.47 Uhr oder 21.52 Uhr, und ich möchte möglichst im Hellen fahren, also wähle ich den dazu mal irgendwann schon mal absolvierten Fahrplan. Um 5.47 Uhr schalte das dynamische Wetter aus und hoffe, dass es wirklich schon hell ist draußen. Wähle dafür den längst hellsten Tag des Jahres. Bei uns hier in Deutschland müsste der 21. Juni sein, oder? Und damit steigen wir ein. Und wie immer gilt, PZB, Sifankurs, meine Freunde, oder immer nicht, wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und sage, auf geht's. Alles klar, wir bestätigen, die Daten brauchen wir uns nicht zu Gemüte ziehen, denn wir erheben uns vom Hocker, vom Lenkstuhl, und müssen hier nochmal aus der wunderschönen Baureihe 401 aussteigen und diese entsprechend verschwinden lassen. Tut schon fast ein bisschen weh, denn so eine schöne 401 ist auch was sehr Feines. Aber tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben mag, die große Liebe unter den ICE-Zügen hier in Transim World gilt tatsächlich aktuell der Baureihe 411. Maßgeblich bedingt der Neigetechnik, muss ich sagen, aber auch mit Blick auf die grafische Darstellung, Erscheinung jetzt auf Basis der Möglichkeiten des fünften Teils. Also, wir können einfach oder Doppeltraktion machen, und wir fahren einfach Traktion, weil ich nicht weiß, wie gut hier die gespawnte 411 auf Mainz-Koblenz durchkommt, und die geben wir uns im beladenen Zustand entsprechend mit Passagiere, dass wir nicht ganz so alleine dahin driften und das eher ein bisschen schöner aussieht, dass hier noch ein paar Fahrgäste mit am Start sind. So sieht unser Gerät für die heutige Fahrt aus, und ja, schwingen wir uns mal rein. Fahrgäste schon alle an Bord. Die wollen schon los. Vielleicht haben sie noch ein bisschen Kopfschmerzen vom Spawnen. Wer weiß das schon? Grüß Gott, hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, genau. Hoffe, die Kaffeefrau kommt bald mal vorbei. Und dann sitzen wir drin, rüsten mal auf, so weit wie nötig. Wir machen erstmal... Wir routen uns erstmal durch. Also, Route setzen. Und zwar routen wir uns natürlich direkt durch bis nach Koblenz. Ich habe mich schon kurz vorbereitet und hoffe, das richtige Gleis zu wählen. Falls sich einer auskennt, könnt ihr mich gerne korrigieren. Muss kurz gucken. Ich wähle das Bahnsteiggleis Nummer 3 aus. Okay, haben wir das. Signal steht noch auf Halt. Und währenddessen wir jetzt hier auf Ausfahrt warten, schalten wir erstmal um. Guck mal, die GNT... reagiert hier nicht. Ich wage mal anzunehmen, dass die denn hier nicht funktionieren wird. LZB, PZB, SIFA, Neigetechnik. Mal gucken, ob das hier alles funktioniert. Tatsächlich auch ein Grund, warum ich fahre. Zum einen möchte ich gerne die Strecke sehen, weil lange nicht mehr gefahren und ein schöner Streckenverlauf. Aber natürlich möchte ich auch hier die 411 hoffentlich adäquat geneigt bewegen über den Streckenverlauf hin nach Koblenz. Gut, dann rüsten wir noch dahingehend auf, dass wir uns hier die AFB einstellen. Und dann können wir die auch auf gleich VMAX 40 schieben. Und ich glaube, dann sind wir tatsächlich abfahrbereit. Und wenn ich den Fahrplan noch richtig in Erinnerung habe, ich weiß wenig, Freunde, ihr wisst es, dass ich wenig weiß, aber diesmal weiß ich wirklich was. Ich bin der Meinung, hier wird noch vorab ein Karlsruher Kopf rausfahren. Der wird es wohl sehr sicher sein. Hat er schon? Der hat schon. Denn die... der fährt auch schon los. Die Challenge ist so ein bisschen, dass wir hier eine ganze Zeit lang über den Streckenverlauf erstmal hinter dem Karlsruher Kopf herfahren werden. Und irgendwann werden wir den überholen. So war es, glaube ich, gewesen auf halber Strecke oder was, und können dann die Maximalgeschwindigkeit ausreizen. Aber das ist nicht ganz so einfach, weil wir tatsächlich immer diesen blockierten Streckenabschnitt erstmal voraus haben, von eben der Garnitur, die hier ausfährt. Macht's aber trotzdem cool. Also ich bin da guter Dinge, bedingt der Landschaft und der Neigetechnik, dass wir hier eine schöne Fahrt haben werden. Also Karlsruher Kopf plus
Garnitur fährt aus mit der 110 hinten dran. Vorne in Mintgrün, auch da bin ich zu unwissend. Wird so ein ICE T jemals eine mintgrüne Garnitur, wie sie jetzt hier ausgefahren ist, in Real Life so begegnet haben? Oder sind mittlerweile die Epochen bzw. die Farbgebung doch zu weit auseinanderliegend einzustufen, einzukategorisieren? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe da immer nullinger Gefühl für, wenn ich über sowas spreche, über die Epochen, über die zeitlichen Aspekte, weil ich eben auch gar nicht die Baujahre der ganzen Garnituren kenne, muss ich auch sagen. Und schau, hier fährt dann die 628 rein. Auch nett. Und wir bekommen jetzt die Ausfahrtsgenehmigung. SIFA-Check, Leistung rein. Und dann driften wir mal los in der Hoffnung, dass ich hier adäquat aufgerüstet habe und wir auch wirklich jetzt loskommen. Schaut aber gut aus. Cool. Also, freue ich mich drauf. Jetzt auf die Fahrt und ich wünsche euch, uns und mir natürlich eine gute Fahrt. Möglichst zwangsbremsenfrei. Das muss das Ziel sein. Und auch sonst bitte ohne Fahrfehler. Und yo, ich sag's gleich einleitend, weil tatsächlich Easy, Tom, vielleicht auch Michael, Mike und andere ein Auge drauf haben werden. Ich fahre hier immer noch nicht nach den neuesten Checo Place Standards, wie wir dazu mal jetzt in Transim World 4 ausgestiegen sind. Entsprechend wir den Infobanner rechts oben, der PZB zum Beispiel, regulär schon ausgeblendet haben gegen Ende des vierten Teils und auch hier oben rechts den Signal- und Geschwindigkeitsforecast schon gar nicht mehr dargestellt haben. Ich habe es schon in den letzten Videos jetzt seit Zeiten Transim World 5 gesagt. Ich fahre noch, bis das offizielle Release erfolgt ist, weil ich denke, dann gibt es doch schon nochmal ein Update, vielleicht sogar relativ großes Update aufs Game, womit noch viele Fehler behoben werden können. Natürlich vor allem auf Frankfurt, Fulda, aber vielleicht auch hier im ICET und oder auch auf der 114. Und ich dann auch in meinem noch sehr unsicheren, performanten, kompetenten Modus, sagen wir es mal so, hinsichtlich den deaktivierten Helferlein eher zurechtkomme, als dass ich das jetzt schon probiere, die Challenge wieder hier, weil eben noch zu viele Bugs am Start sind. Ihr versteht, was ich meine, vielleicht. Also, Leistung mal voll reingeschoben, AFB steht auf VMAX 100 und dann gondeln wir erstmal los und ihr seht es vor uns im Sinne des Signalforecasts rechts oben, dass durchaus uns immer wieder gerade einen Signal, ein Haltesignal angezeigt wird, was sich aber im Verlauf des Spielfortschritts dann immer wieder auf freie Fahrt schaltet. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Wir haben bis Koblenz, entsprechend dessen, dass wir geroutet haben, keinen Zwischenhalt. Wir brummen also an einem Stück durch, macht aber nichts. Geht schon klar so. Halten wir nicht in Bingen und was es sonst noch so auf der Strecke gibt. Und der Fahrplan, ich habe gar nicht genau geguckt jetzt, oder auf jeden Fall habe ich es nicht im Kopf, der ist auf 52 Minuten ausgelegt, gell? Und ich denke, gerade wieder umgeschalten, von Halt erwartet auf Fahrt. Ich denke, die werden wir auch so oder so trotzdem brauchen, eben weil wir halt nicht erstmal bis auf weiteres am Karlsruher Kopf an der Garnitur vorbeikommen. Und hier auch recht restriktiert, sagt man das so, sind hinsichtlich der Geschwindigkeit. Und nur mit einem Bahnhof, den wir wahrscheinlich im regulären Fahrplan sonst angehalten hätten und jetzt eben nicht, gewinnen wir auch nicht so viel Zeit, als dass wir sagen, wir brauchen hier weniger als 52 Minuten. Also ich lasse mich überraschen. Denke aber, wir driften so gemütlich durch. So, und wie gesagt, ich bin gespannt, wie stark sich hier die Neigetechnik in-game auf der Strecke mit einbringen wird. Das ist tatsächlich der Fokus. Und auch da sei nochmal gesagt, ICET und die Neigetechnik. Super sexy, Freunde. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Feiere ich richtig. Und allein hier, so wie wir gerade in der Kanzel im Führerstand sitzen, die Strecke hier, linke Rheinstrecke aus Zeiten von Transim World 3, glaube ich, gelle, macht nichts. Guck mal, wie gut die noch aussieht gerade. Finde ich nicht verkehrt. Und der schönste Teil kommt hier erst noch, wenn wir wirklich am Rhein entlang fahren. Das wird sicherlich ein sehr, sehr cooler Streckenabschnitt werden. Ich freue mich drauf, dass wir immer wieder fahren. Und aber schaut mal auch die Kanzel an, wie sie hier dargestellt ist. Also ich muss sagen, die Darstellung basiert schon auf aktuellen grafischen Möglichkeiten von Transim World 5. Und das macht schon viel Spaß, so zu fahren. Ihr merkt's, mir taugt's, ICET, sehr geiles Gerät, Neigetechnik, I like. Nur Fliegen ist schöner, wenn der sich reinlegt. Es ist wirklich mega geil. Könnte ich Tag und Nacht fahren, hoch und runter, hin und her. Na, mal schauen, was meine Zeit noch so zugibt. Zulässt. Und ja, Thema Zeit, da sind wir auch wieder beim Thema. Oh,
werden mal die AFB rausnehmen. Wenn wir auch einen relativ hohen Signalforecast in Weiten abgebildet haben, auf fast 4 Kilometer. Der Tom würde mir sicherlich und auch der Thomas und vielleicht auch der Michael sagen, jo, Checo, wenn du weißt, du hast einen vorausfahrenden, langsameren Zug, dann brumm doch nicht mit den 160 km/h hier lang, wo du sowieso weißt, dass du immer nur am Zu- und Abschalten bist. Dann pendel doch auf 120 oder so ein. Ich sage im Grundsatz klar und verstanden, aber ich würde dir schon erstmal den vorausfahrenden Zug hinten ein bisschen an den Hacken bleiben, um ihn mir aber auch für mich weiterhin so ein bisschen das Leistungsbremsspiel zu simulieren, zu fahren und da immer wieder neu reinzuschalten. Von daher bleiben wir mal ein bisschen hart auf Kurs und rutschen der 110 immer hinterher. So, jetzt habe ich einen Faden verloren, glaube ich, was ich noch sagen wollte. Sei es drum, komme ich mal zum nächsten Thema. Aktuelles Stimmungsbild zu Trainsim World 5. Also, irgendwie gibt es tatsächlich eine relativ große Gemeinschaft, einen relativ großen Anteil an aktuellen schon Spielern, die nicht ganz zufrieden sind mit Trainsim World 5. Ich glaube, mit Fokus auf Performance und aber auch der noch vorhandenen Bugs im Game entlang der neuen Strecke Fulda-Kassel, aber wahrscheinlich auch auf den Zügen Baureihe 411, Baureihe 414. Ich weiß gar nicht, wie gut oder schlecht es um die Vectron steht. Und ja, ich muss sagen, aus meiner Warte, es gibt aber auch Spieler, die das natürlich schon feiern alles und relativ happy sind. Ich muss sagen, weiß nicht, ich bin tatsächlich zufrieden damit. Tatsächlich sind meine Ansprüche wahrscheinlich nie so hoch wie jene von vielen anderen von euch. Aber ich habe auch eigentlich nicht so die Performance-Probleme. Klar ist, dass du halt Frankfurt-Fulda einmal runterfahren musst und beim ersten Mal wird es maximal ruckelig werden. War bei mir auch so. Aber bei der zweiten Fahrt, ich gehe irgendwie davon aus, dass sich einfach der Cache mit dem Strecken füllt. Aber beim zweiten Mal war die Strecke denn schon gut flüssig und ich bin zufrieden, ja. Und auch bin ich ja... Oh, wir müssen hier mal wieder... Ich habe immer zu viel Respekt. Klar, Signalforecast noch weit in der Zukunft. Wir gehen mal auf 120 runter. Ich habe im letzten Video Trainsim World 5 USA gefahren. San Bernardino LA. Habe nur die halbe Strecke nicht mal ganz geschafft jetzt im ersten Video. Folgevideo wird kommen. Aber auch da war es so gewesen. Bei der ersten Fahrt hat es geruckelt ohne Ende. Teilweise 3 Sekunden Standbild und so eine Geschichten. So, AFB wieder hoch. Aber danach ging es auch gut, muss ich schon sagen. Weil ich bin zufrieden, performance-technisch. Weiß nicht, ja. Und wenn mal wirklich ab und an, 2-3 Mal pro Strecke so ein heftiger Ruckler drin ist, ja, so ein 3-Sekunden-Ruckler. Ich muss sagen, aktuell, weil ich das Ding halt so suchte und tatsächlich geil finde und auch generell eigentlich Trainsim World immer nice finde, ich fahre gerne, ist halt so, dann sage ich keck drauf. Ja, es ist nicht cool und man kann schimpfen, aber eigentlich bei mir ist es recht vergänglich und ich sage, ich freue mich trotzdem, dass ich fahren kann, dass ich die Möglichkeit habe, mir den Spaß zu leisten, das Spiel, die Hardware und dann hier rein mich schwingen, in den Führerstand einfach eine Runde drehe. Ja, oh Mann, und wenn dann halt ein bisschen was ist, wo es mal ruckelt. Ich glaube, das darf eigentlich nicht der Anspruch sein, gell, den ich hier selbst suggeriere. Das ist mir durchaus auch klar, aber ich muss es einfach so pragmatisch sagen. Ja. Also von daher, that's it. Das aktuell, oh, wir müssen... Oh, Mann, ich drücke immer den Falschen. Setz dich schnell wieder hin, mein Freund. Wenn ich mit der AFB rumspiele, passiert mir das immer. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut, oder? Muss ich die AFB kurz raus und reinnehmen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, Checo wieder im Führerstand. Maximale Verwirrung. Auf jeden Fall AFB auf VMAX 150. Die haben wir easy. Leistung liegt an. Passt. Was ich noch sagen wollte ist, okay, Performance ist eine. Dann gibt es natürlich die Bugs entlang der Strecke, ist das andere. Jo, da muss ich schon sagen, auch ist schon, das würde ich eher ankreiden, weil ich glaube, dass das am ehesten noch gerade vermeidbar wäre.
Auch da kann ich vielleicht falsch liegen, korrigiert mich gern, dass ich genau das Verhältnis falsch sehe. Performance eher machbar statt Fehlerquote, aber das denke ich nicht, ja. Da muss ich auch sagen, wenn Signale, Magneten, Funktionen einfach nicht funktionieren, dann ist das ein Fail. Die sind in der Regel vermeidbar. Auch das Thema ganz klassisch, den Haltepunkt am Bahnhof zu weit vorne setzen, dass du irgendwo mitten am Bahnhof halten musst nach Haltepunkt und damit dein Zug noch gar nicht richtig drin steht. Ich sage euch, das ist ein Klick, maybe 3 Minuten Arbeit, wenn es hochkommt. So, wieder. Als dass das machbar wäre, das vernünftig zu setzen oder eben zu korrigieren, ja, und dass das dann nicht erfolgt, ASAP umgehend oder eben bevor das Spiel in einem Vorabmodus rauskommt für die frühen Spieler hier der Vorbestellung oder, dafür habe ich auch wenig Verständnis, weil es einfach wirklich einfache zu behebende Themen sind. Aber selbst das ist es so, denn, und das wird mein Spielspaß für den Moment kaum trüben. Muss aber nochmals wiederholen, ich will da nicht von mich auf euch referenzieren, vor allem sauber artikulierte Kritik, konstruktive Kritik ist natürlich jederzeit erwünscht und natürlich auch sowieso möglich, ja. Meinungsfreiheit, Freunde, Meinungsfreiheit. So, wir rutschen erstmal ganz gut durch hier. Ihr merkt es, wie gesagt, ich bin trotzdem ein bisschen nervös einfach. Ich habe keine ruhige Hand hier im Führerstand aktuell. Aber ich würde die Strecke später definitiv auch nochmal ohne rechts oben eingeblendetes HUD fahren wollen. Mich irritiert das vorausliegende Haltesignal schon immer ein bisschen. Auch wie gesagt, wenn der Forecast hier noch auf 2,5 Kilometer Grad voraus ist. Wir sind mit 140 teilweise unterwegs. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich einfach eine andere Geschwindigkeit reinlegen. Ich probiere es mal gleich nur mit 100, 130 km hier weiter zu rutschen. Vielleicht geht es besser. Wir legen mal die 130 rein. Und driften mal damit weiter. So, ansonsten vielleicht anderes Thema. Kommendes großes Herbst-Update, Transport Fever 2. Falls ihr gerade tatsächlich in den Transport Fever 2 Spieler reinguckt. Also Freunde, wer es noch nicht mitbekommen hat, am 23. September ist es soweit, dass das offizielle große Herbst-Update von Transport Fever 2 released, veröffentlicht wird. Und ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Hoffe, dass denn tatsächlich all die Funktionen, die ja schon in der Beta angekündigt waren, adäquat reinkommen ins Game. Komm, wir fahren 140. Ach, wir fahren wieder 160. Machen wir halt Gasbremse. Mei. Dieses Spiel. Und ja, wenn ihr dazu noch ein paar Infos braucht, schaut gerne mal hier auf dem Kanal auf oder in das Video zum kommenden großen Herbst-Update oder auch zur aktuellen noch laufenden Beta. In beiden bekommt ihr entsprechende Informationen. Und ja, dann sollt ihr auch eigentlich etwas Neues, Großartiges angekündigt werden, was bei UG, die Entwickler von Transport Fever 2, in der Pipeline steckt. Ich bin da wirklich mega gespannt, sehr gehypt. Ihr wisst, was ich denke und was ich hoffe. Ich hoffe natürlich, dass es eine Neuauflage, ein nächster Teil von Transport Fever 2 kommt. Von mir aus nennt es Transport Fever 3 oder anders. Tatsächlich, ich habe mit dem lieben Ray Konzak letztens gesprochen beim alkoholfreien Bierle. Der hat also auch seine eigene Meinung dazu und spricht zum Beispiel von einem Titel, der heißen könnte Transport Fever World. Sehr spannend. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht unbedingt einfach nur Transport Fever 3 heißen wird, sondern eben anders. Aber was, wie genau, das werden wir denn noch sehen, insofern da was kommt. Und warum der liebe Ray das Transport Fever World nennt, darauf gehe ich im Moment auch mal nicht ein. Weiß ich nicht, ob ich hier einfach alles ausplaudern darf. Gut, soviel dazu. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal über Transport Fever 3 vorab irgendwo bis in die Gerüchteküche zu spüren, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kanal ins Video von oder zu dem Thema Transport Fever 3 rein. Vielleicht verlinke ich euch das hier, aber ansonsten einfach auf ihr Kanal kurz suchen, TPF3, dann findet ihr nur eins. Und zwar das aktuell wichtigste Video genau zu dem Thema. Und dann sind wir gespannt. So, runter geht's auf VMAX 100.
Wir bremsen mal ein bisschen mit rein. Muss ja nicht immer alles auf Kante genäht sein hier. Super. Hä? Lieber AFB 100 bzw. weiter runter auf VMAX 90. So, hier dürfen wir tatsächlich mal wachsam bestätigen. Und bremsen den mal ein bisschen rein. So, weiter geht's. Oh, schon wieder. Mann, Freunde, setz dich hin. Verdammte Axt. Immer falsches Knöpfle hier. Wäre ich komplett... Oh. Kurz nochmal reinbremsen. Fast ein bisschen... Mann, check, Oido. So, Leiste nochmal neu rein. AFB. Schieben wir runter auf. Pfirsich. Sogar Kilometer bis zum Halt zeigenden Signal. Leistung können wir aber voll rauflegen, denke ich mir aktuell noch. Vielleicht springt es noch rum, ansonsten kommen wir zum Halten. Ja, ansonsten, was ist sonst noch in der Pipeline? Wir haben über Transim World 5 aktuell gesprochen. Wir haben über Transport 443 gesprochen. Der Industriegigant, Freunde. I don't know. Wer das von euch vielleicht hyped oder schon fokussiert und vielleicht auch abwartet. Gibt es zwei Videos bei uns auf dem Kanal zu Industriegigant 4.0. Es gab schon eine spielbare Demo, wir haben es mal angespielt. Aber ich muss sagen, Freunde, mich hat das Game tatsächlich noch so gar nicht überzeugt. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schaut es auf dem Kanal mal vorbei und sucht nach TSW, ach was, Industriegigant 4. So, VMAX 130, passt. Und guckt euch das mal an. So, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis wir hier am Rhein ankommen. Wir spotten uns mal gerade von draußen weg. Der Zug ist einfach mega, Freunde. Schnell, ach du lieber Gott, Vollbremsung. Störung. Notbremsung. Zugbereinflüsse. Das kam jetzt schnell. Aber das lag daran, weil der Signalforecast so runter gerasselt ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Alter Schalter. Das kam gerade schnell, aber wie gesagt, ich kann es so wiederholen. Der Signalforecast hat gerade von seiner Skalierung her abgenommen, glaube ich, weshalb das Haltesignal recht schnell an uns herangerutscht ist. Ging nochmal gut. Junge, Junge. Nicht verkecken hier. Hätte schief laufen können. Guck mal, der Rhein. Wie schön, oder? Da drüben das Schiff. Guck mal, wie nice, Freunde. Also die Strecke feiere ich mal richtig. Wow. Sehr geil. Die werden wir definitiv fahren, denn nochmal entsprechend mit deaktivierten PZB-Infobanner rechts oben und dem Signalforecast. Das probieren wir dann nochmal ohne. Und allen Anschein nach kommen wir denn hier jetzt zum Stehen. Lass noch ein bisschen ausrollen, schließ noch ein bisschen auf.
Okay, okay. Springt um. So viel dazu. So, Schub. VMAX. Ach so, wir müssen noch gucken. Jetzt ist der weg, der 500er. Kann er einfach so verschwinden? Wir können auf VMAX 130 wieder hochregeln. Okay, dann spotten wir uns gerade nochmal hier. Hier kann ja wohl jetzt nicht viel passieren. Warte noch ein Stück vor. Boah, ist das Ski. Das schaut echt schick aus, Freunde. Der klingt auch wirklich richtig gut. So, Thema Neigetechnik. Ich weiß gar nicht, ob ich... Haben wir das schon wahrgenommen? Zugbeeinflussung. Bin mir gar nicht sicher, aber die wird schon... Ja, haben wir schon, gell? Hat sich schon ein bisschen geneigt. So, Checko wieder überfordert hier mit dem Grundthema Neigung, dass ich das mal sehe. Aber guck mal, der neigt sich ja so schon. Ja, ja. So, wir sind unter 85. Und ohne GNT, die ist nämlich definitiv nicht aktiv, bin ich schon schwer der Meinung. Sollte die Neigetechnik hier denn trotzdem erstmal funktionieren, gell? VMAX 120. Und ich bin gespannt, was jetzt mit dem vorausfahrenden Zug ist. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass eigentlich der Karlsruher Kopf immer noch vor uns fährt. Und wenn, müsste der ja auch durchdriften. Der kann ja nirgendwo halten. Weil wir fahren ja eigentlich mehr oder weniger auch konstant. Haben nur ganz kurz mal gestanden. Ich hätte gedacht, dass man den irgendwann überholt. Ist aber bisher nicht der Fall gewesen, gell? Ich habe keinen Bahnhof gesehen, wo wir hätten den Zug überholt. Zug 103. Auch Ski. Fantastisch. Das sieht doch einfach nur schick aus mit dem Rhein. Wunderbare Strecke. Ja, Zugverkehr hier auf der Strecke, ich finde adäquat. Könnte ein bisschen mehr sein, aber geht schon klar so. Guck mal, es versteckt sich hinter den Baum. Grün. Schubrakete. VMAX 45. Die AFB stellen wir auf 80. Und ich habe einen Kaffee am Start, Freunde, im Real Life, also Prost Kaffee. Freue mich, dass wir bisher so gut unterwegs sind. Wenn es auch eher langsam vorangeht. Ach ja, und übrigens die Frage, ICET hier auf der linke Rheinstrecke, Mainz-Koblenz, jippet das in Wirklichkeit? Ich kann es euch natürlich nicht sagen, ich habe hier auch nicht schlau gemacht, aber ich habe durchaus zwei Kommentare empfangen. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext. Wahrscheinlich, weil ich gefragt habe, wo eventuell noch die ICET fahren könnte, neben Fulda, Frankfurt, wo man den mal hinspawnen kann. Und ich glaube, zwei Kommentare habe ich von euch erhalten, die da geschrieben haben, dass dieser Zug eben auch entsprechend auf Mainz-Koblenz fahrbar ist, da der hier zum Einsatz kam oder sogar immer noch ist. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Okidoki, dann gucke ich mal so ein bisschen gerade nochmal in die letzten von euch geschriebenen Kommentare unter den letzten Transim World Videos.
Der liebe Benny aus Leipzig schreibt unter dem Video, wo wir eben gefahren sind in USA, San Bernardino, LA. Sehr, sehr interessantes und schönes Video. Finde es sehr cool, dass du auch mal eine Strecke aus den USA gefahren bist. Ja, cool, Benny. Freut mich, wenn dir das taugt. Und er fragt, ob wir auch mal auf UK irgendwo fahren. Great Britain. Und ich sage natürlich ja, das werden wir tun. Früher oder später. Wir werden jetzt sicherlich zeitnah nochmal den zweiten Teil der Strecke von San Bernardino LA fahren einfach. Der Vollständigkeit halber. Und weil ich tatsächlich weiß, der erste Teil, der ist eher etwas von der Streckenrandgestaltung. Ja. Unspektakulärer. Der zweite Teil dann Richtung LA wird tatsächlich etwas spektakulärer, einfach wie sich die Strecke so gestaltet und wie auch entsprechend Dovetail Games probiert hat, das ins Spiel zu übernehmen. Da fährt man teilweise auf einem Streckenverlauf, eingleisig sogar nur, links und rechts der fette Highway, wirklich beide Seiten, ich glaube mehr als 4 Spuren, ich glaube tatsächlich beide Seiten 6- oder 8-spurig. Und das Ganze dann hier in-game, wo es natürlich bei weitem nicht um eine adäquate Verkehrsdarstellung Traffic auf dem Highway geht, hat das Dovetail Games irgendwie probiert darzustellen und ist ganz spannend, was denn dabei rausgekommen ist und wie sich diese Kulisse denn auch ergibt, während du da auf deinem einen Gleis mitten durch oder über diesen Highway fährst sozusagen. Also ganz interessant, von daher einen zweiten Teil von unserem bisher im ersten Teil gefahrenen San Bernardino LA Strecke wird es geben. So verrückt hier mit den vorausliegenden blockierten Streckenabschnitten. Die machen uns das Leben schwer. Ich weiß gar nicht, wie weit wir schon sind im Streckenverlauf. Wir haben ungefähr 30 Minuten gespielt. Nicht ganz. Und kommen hier immer wieder in ein starkes Bremsmanöver rein. VMAX 120, sie bonkt. Leistung 100%. Weiter geht's. The Blue Eye hat auch geschrieben unter dem letzten Trains in World 5 USA Video. Ich steige morgen auch endlich mit der Standardversion in TSW 5 ein. Ich freue mich schon sehr drauf. Auch mal cool, dich auf der amerikanischen Strecke zu sehen. Yo, danke dir, mein Lieber. Gruß geht raus und dann natürlich auch dir viel Spaß, denn jetzt in Trains in World 5 feiere ich dich, wenn du erstmal im Grundsatz Trains in World feierst. Und ja, allzeit gute Fahrt dann in-game. So, das ist hier ein Rumgemache, Freunde. Aber auch hier sehr, sehr nice, Freunde. Ich würde mal gerne von draußen spotten, habe aber Angst. Ah, ist schon. Warte mal, wir schieben mal kurz hier so. Guck mal, wie schick. Wow. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bremse gelöst. Leistung müssen wir kurz neu reinschieben. Und dann wieder hoch auf VMAX 130. AFB klärt. Passt. So, der Niklas hat auch kommentiert. Und schreibt zu den Trains in World 5 USA Video. Ich weiß, warum ich da nicht fahre. Ist zwar mal ganz interessant, aber wirklich nicht meine Richtung. Die englische Strecke hingegen sehr schön und cool. Ich kann dir mal den Schaffner-Modus im Regionalverkehr empfehlen. Danke, Niklas. Gruß geht raus. Und ja, so scheiden sich tatsächlich auch wieder die Meinungen, die Interessen. Tatsächlich habe ich relativ viele Kommentare von euch empfangen. Ich werde hier gar nicht alle durchkriegen in dem Video. Wo die eine Hälfte sagt, jo, geil, geil, dass mal einer hier USA fährt. Und die andere Hälfte sagt, USA ist Schmutz. Wenn du schon was anderes mal fahren willst, dann fahr lieber UK. Das ist geil. Aber auch da kann ich nur sagen, der große Kern, wie es so ist, wird natürlich die Strecken des deutschsprachigen Raumes immer bevorzugen, präferieren. Von daher, wenn ich so gucke, auch deutschsprachige YouTuber, die Trans im World spielen, ich glaube, die Quote auf
Strecken im deutschsprachigen Raum liegt sicherlich bei 95% plus, die befahren werden, wenn nicht sogar höher. Der restliche kleine Anteil ist eben ausländischer oder nicht deutschsprachiger Streckenabschnitt sozusagen. Eben USA, eben UK. Ich habe gehört, dass Holland respektive Niederlande kommen soll. Irgendwann jetzt hier mit dem DLC in Trains in World 5. Ich würde tatsächlich auch feiern. So, bei mir hat es gerade Telefon geklingelt. Bin jetzt raus, weiß gar nicht mehr, wo ich eben war. War ich bei den Kommentaren oder was? Glaube schon, gell? Sepp, stell mir das mal hier wieder hin. Ach so. Und ja, ich glaube, wir waren bei dem Thema amerikanische versus englische Strecken versus Strecken aus dem deutschsprachigen Raum, gell? Wie da so die eure Präferenz ist. So, VMAX 100 voraus. Wir gehen schon mal runter. Und in dem Fall vorsorglich auf VMAX 80 nach AFB. Und ja, der Niklas spricht noch den Schaffner-Modus im Regionalverkehr an. Würde ich tatsächlich machen. Aber meine Zeit, Freunde. Ich bin froh, wenn ich halbwegs das runterfahren kann, worauf ich hier Bock habe. Was mich anspricht. Und selbst da schaffe ich nicht alles. Geschweige denn auch mal ein paar von euch anzugucken. Der ein oder andere fährt ja auch selbst. Das sind alles so Themen. Das ist schon sehr schade, dass die Zeit so begrenzt ist bei mir. Wir spotten nochmal, wenn wir hier gerade mit 100 nur lang juckeln und voraus freie Fahrt haben. Wir gucken mal von der Seite. Sushi. Schwingen uns wieder rein. VMAX 90. Gehen wir schon runter. Und springen hier in der Kurve nochmal raus. Nimm die auch nochmal mit. Und hier kommt eigentlich jetzt sicherlich die Neigetechnik auch gut zur Geltung. Am liebsten fantastisch, oder? Schöne Strecke. Am liebsten würde ich ein paar Fotos, ein paar Aufnahmen machen. Aber wir lassen es mal. Zugbegegnung. So, ob das schon derselbe ist, der vorhin in Mainz losgefahren ist, dann wäre er wesentlich schneller, wenn er schon bis Koblenz war und gerade zurückkommt. Aber ich glaube nicht. Das wäre zu viel des Guten. VMAX 90 passt. Halt voraus. Und jo, ich gucke mal in die Kommentare. Flocke Gaming hat auch geschrieben, unter dem USA Trains in World 5 Video. Voll geil. Gerne öfter in Amerika und auch gerne ungeschnitten. Oder mal mit einem Dampfer. Muss mal gucken. Ich habe es schon geschrieben. Das mit dem Dampfer kriege ich nur schwer hin. Ich bin einfach kein Dampflok-erfahrener Mensch. Hab ja so schon genug Probleme, jetzt noch probieren, mit den Dampfloks klarzukommen. Ich würde es euch und mir ersparen, weil es wieder auch in einem gewissen Endstress ausartet. Aber den Wink nochmal hinsichtlich gerne öfters Amerika, lieber Flocke Gaming, solltest du hier hören. Nimm ich gerne mit. So, und dann sind wir, glaube ich, bald da, oder? Wir lassen uns mal überraschen. Ich schaue einfach nicht auf die Karte. Bedingt dessen, wir hier geroutet fahren, keinen harten Fahrplananschlag mehr haben. Unsere Fahrgäste hinten hoffentlich alle happy sind, nachdem sie ein bisschen rausschauen können auf den schönen Rhein und die Landschaft enjoyen. Und die Fahrt am besten gar nicht zu Ende gehen darf, gell? Ich bin hier einmal lang gefahren in meinem Leben, tatsächlich auch mit dem ICE. Schon locker 10, 12, 15 Jahre her, I don't know. Weiß nicht, mit was ich gefahren bin, ICE 1 oder 2. Ich könnte mich auch irren und würde sagen, alternativ war es doch tatsächlich nur ein Intercity. Glaube aber irgendwie, es war tatsächlich ein ICE. Und ja, ich habe die Strecke auch mega gefeiert, habe das komplett genossen. Dazu mal war es bei mir immer so, dass ich auch, oder generell, dass ich ein unheimlicher Fan von Musik bin. Musik ist ein wichtiges Lebenselixier, immer dabei, immer im Ohr, wenn ich nicht gerade hier mit euch in YouTube unterwegs bin oder mit der Family oder im Business kommuniziere, habe ich eigentlich immer Mucke dabei. Im Auto, Vollgas, volles Volumen, beim Joggen,
beim Essen machen, Frühstück, Mittag, Abendessen, immer Knopf im Ohr, abends im Bett. Also Musik begleitet mich auf jeden Fall und tatsächlich finde ich das mega melancholisch und entspannt, hier im ICE einfach entspannte Musik am Start zu haben. Von mir aus auch ein bisschen Chillout, während man hier so diesen Streckenverlauf passiert im Real Life. Absolute Entspannung für mich. Schon sehr fein. Guck mal, wie schön, Mann! Sag mal nicht. Fantastisch. Gut. So viel dazu. Ich komme natürlich nicht bei den Kommentaren durch. Jen Gott hat auch geschrieben, Freunde, und am letzten Video von Transom World 5 USA, San Bernardino Richtung LA. Und wenn ihr tatsächlich mal ein paar Informationen haben wollt zu Eisenbahn in Amerika, dann checkt tatsächlich seinen Kommentar mal ab. Dann braucht ihr keinen Wikipedia mehr oder sonst was, sondern habt erstmal einen Grundinformationsschatz. Jen Gott, falls du hier reinschaust, danke mein Lieber für die Infos. Ich habe noch nicht alles durchschauen können, bin nur mal drüber geflogen. Sehr interessant, sehr spannend, was du schreibst. Und auch da merkt man wieder, wie groß tatsächlich unter einigen von euch die Leidenschaft für amerikanische Eisenbahn ist. Muss man erstmal haben, ist mir gar nicht so bewusst gewesen auch. Und ja, von daher, ich will nicht ins Detail drauf eingehen, aber der Jen Gott verweist auch nochmal darauf, dass wir andere schwere Dieselloks fahren sollten, anstatt jetzt nur San Bernardino, LA im Steuerwagen, im Doppelstocksteuerwagen. Und das werden wir auf kurz oder lang sicherlich noch machen. Mal gucken, wie gut oder schlecht ich mich da anstelle. Wahrscheinlich eher schlecht. Bei mir reicht es ja schon hier immer nur knapp. Bin mal wieder froh, wie gut wir hier durchkommen bis jetzt. Aber ich sage lieber nichts. So, VMAX 110 passt. Ah, ich wollte nochmal. So, noch ein paar Bilder mitgenommen. Vielleicht ist was dabei. Wenn auch der Fotomodus jetzt definitiv besser ist als hier. So wie ich es mache, aber will hier nicht zu viel reincutten in dem Video. Machen wir eher so. VMAX 210 passt noch. Und ich glaube, wir werden dann in Kürze den Rhein verlassen. Dann war's das. Und werden dann rüber nach Koblenz Bahnhof so ein Stück weit uns abwenden vom Rhein. Der liebe Michael hat im letzten Video auch noch geschrieben. Und da Transom World 5 USA. Hi, Checo, sehr interessante Strecke. Scheint so, als wenn der Fahrplan einen Fehler hat. In Klammern oder mehrere. Ich selbst bleibe lieber auf deutsch-, britisch-, österreichischen Strecken. Da ist doch wesentlich mehr los. Liebe Grüße. Danke, mein Lieber. VMAX 110. Leistung rein. Ja, und da seht ihr es auch wieder. Also wie gesagt, der Jen Gott. Ich bin jetzt nicht auf Jen Gott seinen Kommentar eingegangen im Detail, weil es extrem umfangreich ist. Aber halt mit sehr viel Leidenschaft geschrieben. Genau zu USA. Und so wie Niklas eben entsprechend Michael auch sagt, no, Amerikanski ist nichts für mich. Und der bezieht sich dann tatsächlich auch Deutsch-Österreich und eben auch durchaus, wenn dann eher britisch, UK. So, was haben wir noch? Mike hat auch geschrieben, Grüße gehen raus, mein Lieber. Hallo, Checke, Checko. Endlich mal macht einer USA, schreibt er. Ja, und da seht ihr auch wieder, nächstes Pro zu Transom World 5 USA. So, nochmal Schubrakete. Wir schieben nochmal rein. Und dann wieder auf VMAX 110, hätte ich gesagt, aber VMAX 100 voraus. Okay, wir sind immer noch am Rhein. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir kommen jetzt schon langsam weg. Komm, hier gucken wir auch nochmal. Okay, maximale Verwirrung irgendwie.
Ich habe noch so einen kleinen Klemmer bei mir in der Steuerung. Wenn ich mal umschalte, von der Führerstandsperspektive raus auf die Taste 8. Ist das geil? Was gibt's Besseres? Irgendwas funktioniert da auf jeden Fall nicht, wenn ich, wie gesagt, hier aus dem Führerstand immer rausschalte auf die 8. Habe ich ein bisschen Mausprobleme. Nur gut, kann ich mitleben. So, als letzter schreibt noch rein, der liebe Cat Gaming. Warum denn USA? UK ist viel interessanter und cooler. Also, ja, check. Ich fahre beides Cat Gaming. Grüße gehen raus, mein Lieber. Auf dir geht's gut. Und ja, ihr seht, wie gesagt, da scheiden sich die Meinungen bei euch. Ich hätte mal gesagt, ich habe jetzt 4 Kommentare pro USA und 4 Kommentare gegen USA gelesen. Aber passt. Wie gesagt, allzu groß ist das Interesse denn am Ende des Tages auch nicht wirklich für USA. Aber ich werde definitiv nochmal reinfahren in die verfügbaren Strecken auf Basis von Transim World 5. Und wenn es mir tatsächlich taugt, vielleicht schnappe ich mir auch nochmal eine alte Strecke aus USA von TSW 4 oder 3. Mal gucken. Gut. Gucken wir nochmal ganz kurz, bevor ihr bald das Ende naht, in das letzte Video mit dem ICET rein, was wir hatten bei uns auf dem Kanal, wo wir das Szenario gefahren sind, nachts im ICE von Hanau nach Frankfurt rüber und am Ende des Tages noch den einen Fahrgast wecken mussten im Zug. Was ein Quatsch, gell, Freunde? Es war ein bisschen, naja, gab es einen kleinen Augenroller. Ich meine, gut, man, der gute Wille war da vom Szenarioersteller. Am Ende die Logik hinsichtlich der Umsetzung war nur bedingt cool. Und The Fetch Game hat auf jeden Fall reingeschalten. Der war noch irgendwo unterwegs gewesen. Gruß geht raus, mein lieber The Fetch Game. Hoffe, alles fit bei dir. Danke fürs Reinseppen und danke für deinen Kommi. Luca Leon hat auch reingepostet. Reinkommentiert. Auch da Gruß und danke geht raus, mein Lieber. Hat noch einige Infos da gelassen hinsichtlich dem ICET. Und tatsächlich war das auch einer, der geschrieben hatte, ich zitiere, Strecken unterschiedlich. Die einzige Strecke, die mir gerade einfällt, ist, es in Transim World gibt, ist die Mittelrheintalstrecke zwischen Mainz und Koblenz. Linke Rheinstrecke meint er sicherlich. Okay, also beziehe ich mich einfach mal auf den lieben Luca Leo, Leon, in der Hoffnung, dass er auch wirklich recht hat. So, Easy hat auch reingeschalten. Gruß und Dank geht raus, meine Liebe. Beste Grüße in die Münchner Nachbarschaft sozusagen. Schreibt auch, was ein Quatsch hier mit dem Thema, als dass dann die ganzen Leute im Zug sind. Als dass da ganz viele Leute im Zug sind, aber nur den einen wach machen musst. Seltsam, schreibt sie. Kann ich verstehen. Und ansonsten gibt mir die gute nochmal ein paar Informationen mit hinsichtlich auch der am Ende erfolgten Rangierfahrt wieder raus vom Frankfurter Hauptbahnhof aufs Abstellgleis. Da habe ich nämlich auch wieder so meine Fragezeichen gehabt, wie es denn funktioniert. So, die AFB wieder runter, VMAX 80 mal vorab eingestellt hier. Und jetzt sind wir aber weg vom Rhein, Freunde. AFB wieder hoch, VMAX 100. Nochmal einen kräftigen Schluck aus der Kaffeetasse. Prost Kaffee, Lieben. Und ja, ein bisschen mehr Zugverkehr hätte hier sein können. Hätte ich schon gefeiert. Aber an sich, auch wenn hier... Jo, doch schon unspektakulär. Wenn wir hier auch mit Gasbremse, Gasbremse unterwegs sind. Einfach schöne Strecke. Wenn ihr vielleicht tatsächlich ein selbst erstelltes Szenario kennt, wo hier auf Mainz-Koblenz mehr Action ist, könnt ihr mir das gerne mal reinsenden. Dem würde ich mich gerne mal annehmen und mal eine Runde fahren. So, jetzt geht's hier nochmal... runter. So, schaltet gerade wieder um. Echt spannend, die ganze Chose hier.
Also wir legen wieder VMAX 110 ein, gucken uns nochmal von draußen kurz um, sind doch nochmal am Rhein. Ich kann es immer nur wiederholen und sagen, bockt auf jeden Fall. So, unter dem letzten ICET-Video, wo wir Hanau-Frankfurt gefahren sind, hat auch Benny nochmal reingeschrieben, sehr, sehr schönes Video. Cool, dass du mal wieder Szenario gefahren bist. Check, Benny, freue ich mich auch drüber, wenn es die Zeit zulässt. Wobei ich eher ein Fahrplanfahrer bin, gelle. Weiß gar nicht, warum das so ist. Guck mal jetzt auf jeden Fall nochmal maximale Neigung hier. Das Thema haben wir auch völlig aus den Augen verloren jetzt hier im Video, aber ihr seht's, neigt sich. Wenn die GNT auch, was heißt das? Wenn die GNT auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht hier aktiviert ist. GNT heißt doch Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik, oder? Bin ich schon richtig? Für mich würde die in der logischen Quintessenz eigentlich heißen GÜNT, Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik, aber man kürzt die auf drei Kürzel ab. Geschwindigkeitsüberwachung, Neigetechnik, GNT. So, VMAX 140 dann voraus. Wir sind gerade noch auf 110. Können wir die AFB schon mal klären lassen? Okay, und dann vorne schon wieder Halt voraus. Es ist hier ewig die gleiche Story. Ah, ich gucke nochmal auf meinen Wecker. Wir fahren doch jetzt locker schon 52 Minuten oder mehr. Okay, ich hatte noch einen kleinen Videocard drin. Kann doch nicht mehr weit sein bis Koblenz. Wir gucken trotzdem nicht. Wir lassen uns überraschen. So, und unter dem ICET-Video hat auch Cat Gaming kommentiert. Sitzen noch gefühlt 100 andere Leute im Zug, aber einen sollen wir ärgern. Jo, dubios halt. Also, ihr seid da schon auch alle einer Meinung, dass das etwas dubios ist. Mit dem Szenario und dem Fahrgast, den wir am Ende hier in Frankfurt am Main am Hauptbahnhof wecken sollen, währenddessen noch, wie Cat Gaming schreibt, 100 andere im Zug sitzen, die wir eben nicht ansprechen, auffordern auszusteigen oder ähnliches. Sinnhaftigkeit ist in Frage zu stellen. Macht nichts. So, wieder hoch auf VMAX 140. Leistung drin, Bremse raus. Passt. Ob wir jetzt weg sind vom Rhein? Würde formal vermuten. Da hinten ist er noch. Geht immer hoch auf VMAX 140. Wir lassen die SIFA aber nochmal klären. Ach was, die AFB. Und gehen sicherheitshalber immer nochmal kurz runter. Dass uns hier hinten raus nichts anbrennt. So, der liebe Michael hat im vorletzten Video ICET Hanau Frankfurt auch nochmal reingeschrieben. Wie immer, top Video, der ICET ist schon cool. Ich hoffe, dass DTG das die Fehler noch behebt. Zum Beispiel falsche Displays und so. Vieles ist aus dem ICE 3 übernommen. Wie sieht es eigentlich mit der Performance aus? Bei Commander ruckelt es ziemlich deutlich. Ja, stimmt. Der Commander ist halt eben einer, wo tatsächlich da recht scharfe Kritik geübt hat, weil es Probleme mit der Performance gibt. Und eben verbuggten Strecken oder Zügen. Ersteres hinsichtlich der Performance kann ich nicht bestätigen. I'm happy. Zweiteres, da bin ich dabei. Not so cool at the moment, aber jetzt lasst mal abwarten. Wie gesagt, Stand, wo dieses Video kommt, kommt auch gerade das offizielle Release vom Spiel raus. Vielleicht gibt es da nochmal gleich ein Update drauf, wo nochmal ein bisschen was behoben wird. Und ansonsten warten wir mal ab. Aber bekanntlicherweise ist es ja auch so, Dovetail Games schert sich schon wenig darum, wenn Bugs drin sind. Vieles bleibt oft dann schon auf Dauer drin, muss man auch so ehrlich sagen, was denn ja auch uncool ist. Mal wie gesagt, unabhängig dem Performance-Thema, sondern eher denn daraufhin gesprochen, wie fehlerfrei oder eben nicht die Strecken und Züge sind. So, hier wieder runter. VMAX 80 erstmal eingeregelt. Halt voraus im Forecast gute 2,2 Kilometer, hätte ich gesagt. Wir sind wieder am Rhein unterwegs. Gibt's doch gar nicht. Schöne lange Strecke.
Und da sieht man auch mal meine Streckenkenntnis, gleich null. Ich habe keinen Plan. Man denkt die ganze Zeit schon, dass wir irgendwann da sein müssen. Habe auch keinen Plan, wie lang eigentlich Mainz-Koblenz ist, von der Entfernung her. Waren es 80 oder 120 oder gar 140 Kilometer? Ich weiß nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich das noch so beobachte, ob hier tatsächlich Streckenabschnitt für Streckenabschnitt freigegeben wird. Teilweise. Nee, ist nicht so. Okay, falsche These gerade in den Raum gestellt. Ihr habt es gemerkt, ich habe schon wieder angefangen zu denken. Brauche ich gar nicht tun. Sollte ich euch überlassen. Bringt bei mir nichts. SIFA bestätigt, passt. So, NS Farming schreibt auch, was auch geil aussieht, ist, wie das Signal bei Time Marker XY wackelt. Wollte ich mir nur angucken. In der Vorbeifahrt. Er meint wahrscheinlich die Flügelsignale bei Hanau, dass sie so tatsächlich ein bisschen wackeln, während man vorbeifährt. Cooles Gimmick. Wie gesagt, die Feinheiten in TSW sind schon geil und die werden von Version zu Version tatsächlich besser. Ja? Von 2 zu 3 zu 4 zu 5. Ich habe zum Beispiel, wir sind wieder unmittelbar am Rhein, okay. Ich habe zum Beispiel gefeiert, wo in TSW 3 oder 4 denn die markanten Wasserflecken auf den Farbgebungen der Züge hinzugekommen sind. Sieht einfach, wenn du nah dran bist, extrem ultra realistisch aus. Ja, und mach doch was aus. So ein Zug ist halt nie 101% sauber. Du hast immer irgendwo, wenn so ein Zug in die Jahre kommt, natürlich den einen oder anderen Fleck. Und dass der Zug nicht jeden Tag gewaschen werden kann, ist auch klar. Und dass es dann halt Wasserflecken gibt, vielleicht sogar direkt noch aus der Wäsche, die du nur siehst, wenn du nah dran bist und der Zug sonst eigentlich sauber aussieht. Oder eben bedingt der Witterungsverhältnisse, dass mal geregnet hat oder sonst was, Sprühregen. Ist es einfach geil, gehört dazu, ja. Und ein aal glatt geleckter Zug ist halt nicht so real. Von daher sehr geil. Und wenn denn NS Farming schreibt, dass dann Signal wackelt, was eigentlich total irrelevant ist, gleich drauf, ist es dann am Ende des Tages doch geil. So, Blick nach vorn. Wachsam bestätigen. Und wir sind hier aber schon gut unterwegs, regeln weiter runter auf Vormax Würsig. Ungefähr noch 57 Kilometer bis zum Signal, welches uns anhalten lässt für den Moment. So, die 103 hier massiv auf der Strecke natürlich im Einsatz, gell? Schade, dass hier nicht mehr an Fahrzeuge generell mit draufgeballert wurde von Game. Ich glaube, ich würde mir hier ein bisschen mehr wünschen. Fährt hier eigentlich? Ja, Güterverkehr fährt. Auf jeden Fall habe ich schon welchen gesehen. Am Streckenrand stehen. Eine 110 hatten wir vorhin gesehen. Ich weiß gar nicht, ob mit Erz oder Stahlwagen irgend sowas. Würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr wünschen, dass hier ein bisschen mehr Güterverkehr dargestellt ist. Aber wie gesagt, vielleicht gehen wir mal das Thema an und schmieden uns mal einen eigenen Fahrplan. Neben dessen, dass ich sagen würde, ich würde mir einen eigenen Fahrplan probieren zu schmieden auf einer viergleisigen Strecke, eben wegen Parallel- und Überholfahrten. Wäre aber hier Mainz-Koblenz definitiv auch eine präferierte Strecke, wo ich es mal probieren würde, weil die einfach so schön ist. So, stehen wir erstmal. Ich bin mir nicht sicher, wie lang wir stehen, eben weil wir hier uns durchrouten. Kann immer krass heftig lang dauern unter Umständen. Wir könnten nochmal gemeinsam jetzt wirklich auf die Karte schauen, wo wir stehen. Und sollte sich da nichts ändern, könnten wir mal in den Zeitraffer gehen. Kurz mal geguckt hier. Okay, wir sind unmittelbar vor Einfahrt. Oh, hier steht noch ein Zug. Kann sein,
dass es an dem liegt, dass wir hier nicht loskommen. Ach, hier steht auch noch einer. Jetzt erst gesehen. Seht ihr das? Guck mal, der hat noch rot. Keine Ahnung, wo der rein will. Kann eben sein, dass es nicht funktioniert. Da können wir uns jetzt auch nicht mehr neu durchrouten auf dem anderen Bahnsteig, weil wir hier keine Möglichkeit mehr hätten, durchzufahren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diesen Zug hier irgendwie von der Strecke nehmen können. Oh! Zug entfernen. Ist es denn unser Zug oder ist es ein anderer? Wer weiß, wer weiß. Da kenne ich mich tatsächlich gerade im Routen nicht gut genug aus. Hier ist noch rot. Also, wisst ihr was, Freunde? Ich sage zum jetzigen Zeitpunkt, wir probieren es nämlich gleich mal aus, den Zug zu entfernen und mal gucken, ob wir uns selbst entfernen oder den vorausfahrenden Zug. Wir sind ja fast durch. Wir könnten eigentlich bis nach vorne, bis in den Bahnhof reinfliegen. Ich sag einfach an der Stelle schon mal, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gern ein Abo da, würde ich mich riesig drüber freuen. Guck mal, 100 Pro ist es der Zug, der in Mainz losgefahren ist, ohne zu halten. Ist der ein bisschen durchgedroschen. Guck mal, die erkenne ich doch noch. Das ist die, die tatsächlich in Mainz schon im Führerstand saß. Hallöchen. Die hat es aber dann auch eilig gehabt, ohne zu halten, hätte ich gesagt. Fahrgäste, ein paar sind noch an Bord, oder? Habe ich gerade gesehen. Warte mal, nochmal gucken hier. Hier ist noch einer. Da ist auch noch eine. Okay, wo war ich stehen geblieben? Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich über eure Likes und Kommentare, ihr Lieben. Jo, hier vorne kommt der Bahnhof. Und ja, wir probieren es jetzt einfach aus. Und wenn es nicht funzt, was hat der? Der hat... Der darf. Der könnte, wenn er wollte. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann fliegen wir jetzt hier halt raus. Also, wir gehen hier rein. Störung. Gehen auf den Zug. Zug entfernen. Bestätigen. Oh. Er hat's gemacht. Nein, Free Room hier wieder rein. Und dann sollten wir eigentlich Koblenz Hauptbahnhof Bahnsteig 3. Cool. Gut, läuft. War mir noch nicht bewusst, Freunde. Nice. 500, da haben wir noch am Start. Gar kein Problem, gar kein Problem. AFB. Na schön. Auch wieder was dazugelernt. AFB ist aktiv. Check. VMAX 45. Wir stellen die auf 40 ein. So, der liebe Malix hat auch noch reingeschrieben im letzten Video. Ich krieg's nicht mehr vorgelesen. Wir sind jetzt gleich am Bahnhof. Malix, Gruß und Dank geht raus. Vielen lieben Dank fürs permanente Reinschalten und natürlich auch fürs permanente Kommentieren. Wir schieben die Leistung hier nochmal auf VMAX 80 km/h hoch. Ach was, 100. Und SGE-Fan 1999 hat noch rein kommentiert. Und noch so einige andere. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr alle aufgezählt. RWL 5591 und so weiter und so fort. An alle, die auf jeden Fall rein kommentiert haben, Gruß und Dank auch an euch eben fürs Reinschalten, fürs Reinkommentieren. So, hier kommt die 103 nochmal vorbeigefahren, die eben noch am Bahnhof in Koblenz stand. Wir bremsen hier nochmal rein. Eigentlich müssten wir doch freie Fahrt haben. Achso, ja. Pappnase Checo, Eudo. Natürlich freie Fahrt. Bis an die Bahnsteigkante, bis zum Haltepunkt. Und wir machen das Ganze mal ganz gemütlich. Fahren wir so rein. Siefer auf VMAX 40. Leistung nochmal rein. Und schieben die letzten Meter nochmal über die AFB vor bis zum Haltepunkt. Ich weiß gar nicht, wenn wir selber routen, ob da auch der Haltepunkt direkt angegeben wird. Wahrscheinlich nicht, weil sonst würde uns ja die Distanz angezeigt werden. Auf jeden Fall very welcome in Koblenz. War eine coole Fahrt gewesen. Mir hat's getaugt. Freue ich mich. Sind gut durchgekommen. Haben wir eigentlich eine Zwangs- oder irgendwas jetzt kassiert? Nee, ne?
Wir sind vernünftig durchgerutscht. Ich glaube nicht mal, dass wir eine wirkliche Geschwindigkeitsüberschreitung vollzogen haben. Das muss alles echt gut gepasst haben. Und ja, ich werde das Ding früher oder später wiederholen. Eben entsprechend ohne rechts oben dargestellte Helferlines der Zugsicherung, der Zugsicherungssysteme PZB und auch dem Signal- und Geschwindigkeitsforecast. Dann bin ich gespannt, was wir denn draus machen. Jetzt sind wir ein bisschen geübt hinsichtlich Streckenkenntnis. Ich lasse nicht zu lange drauf warten. Hoffe, dass ich das binnen der nächsten 3 Wochen absolviert bekomme. Gut, hier halten wir an, Freunde. Und dann kann ich nur nochmals sagen, abonniert rein, wenn noch nicht geschehen. Lasst unbedingt sehr gerne ein Abo da. Ach was, ein Like da. Support ist kein Mord. Und dann bis zum nächsten Video. Guck mal, er sagt sogar Ziel erfüllt. Das sagt er schon. Interessant, steigen jetzt hier auch Leute aus und ein? Nee, das tun die nicht. Naja. That's it. Das war's. Ciao, Kakao. Macht's gut. Servus!